Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 4 Strangerville und wir sind natürlich hier wieder bei Rose und es ist noch das Erntefest. Und mir ist noch sowas eingefallen, die beiden hatten jetzt ja ein Teich der Mächte und ich habe ja Risky Woohoo installiert und deswegen möchte ich mal bitte ganz schnell die Ranken entfernen und bitte einen Schwangerschaftstest machen, weil das wäre jetzt sehr, sehr unpraktisch. Und deswegen hoffe ich, dass sie einfach nicht schwanger ist, weil, naja, also, es riecht hier so schlecht. So, bitte sei nicht schwanger, das wäre so schlimm, ne? Bitte. Also ich würde es akzeptieren, wenn es so wäre, aber... Was tut sie? Was ist los? Oh, sieht gut aus. Rose ist nicht schwanger. Puh! Alles gut. Bitte, es war negativ. Rose ist nicht schwanger. Okay, das ist dann schön, dass es dann nur so eine Okay-Stimmung gibt, weil sie ist ja auch neutral gegenüber einer Schwangerschaft. Puh, das wäre es ja auch gewesen, ey. Dann muss sie sich jetzt noch um diese Zwerge hier kümmern. Und ich gebe denen einfach irgendwas und hoffe, dass das gut ist. Okay, der hasst mich. Das ist total toll. Oh Mann, ho. Und der hinterlässt jetzt Müll? Why? Was ist mit dem? Kann der vielleicht sagen, so, jo, Brudi, ist in Ordnung? Yes, Queen. Und was ist mit dem letzten? Hat der akzeptiert? Oh, Baby. Aber no. Ich habe Besuch. Ist der vielleicht auch zufrieden? Das wäre sehr, sehr schön. Yes, ist er. Und dann flehen wir um Verzeihung. Es gibt einen Notfall, ich muss gehen. Alles klar, Bro. Oh mein Gott, hast du gerade mein Waschbecken kaputt gemacht? Oder war das der Dingens? Oh mein Gott, der hat mir auch verziehen. Oh, nein, hat er nicht. Nein, 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 hat er nicht. Er hat mir nicht verziehen. kritisch. Kann ich da noch irgendwas tun? Zusammen singen. Das da. Und dann mit denen. Mit Angelique auf jeden Fall, weil die ist auf jeden Fall da. Dann kümmern wir uns darum. Also ich meine, der Rest ist ja zufrieden so, aber... Why? Why do you hate me so much? Stimmt, wir müssen noch Sims dann impfen, ne? Oh je. Vielleicht gehen wir auch einfach gleich schon. Obwohl es ist schon ganz schön spät, ne? Also es ist halt 18 Uhr. Vielleicht kann man dann eher nochmal sich darum kümmern, dass man vielleicht so ein cooles Dingensy, so ein Festessen macht. Poet hat ein Geschenk für mich. Das ist ja unser... Halbbruder? Fragezeichen? Ja? Doch? Dann, klar. Komm rein. Moini! Schön, dass du da bist. Wir verstehen uns ja auch gut und so. Oh, jetzt erschreckt er uns. Toll. Danke für nichts. Und dann, wir sind ihm einfach mal dankbar, dass er unser Bruder ist. Und dann können wir nochmal um Verzeihung flehen, bitte. Weil, ganz im Ernst, das kann doch nicht sein. Dann machen wir ein Schinkenfestmahl. Kann er bitte einfach nett sein? Ohne Witz, ey. Wir haben doch nichts getan. Oh. Solange sie nicht daran stirbt, ist es okay. Ja, also es ist kein Problem, wenn er hier bleiben möchte. Okay, er schenkt uns jetzt irgendwas. Und was ist da drin? Freut sie sich? Ja, ein Dörrfleischwürfel. Perfekt gereift und imitiert. Okay, das kann man essen. Ja. Läuft das ab? Nö, anscheinend nicht. Na dann. Na dann, na dann, na dann. Der Geist von Sam schwindet. No, Baby. Das ist, also das ist ja ihr Papa, aber... Oh, I miss him so much. Ich glaube, wir lassen jetzt diesen komischen Zwerg einfach mal in Ruhe. Und nehmen einfach die Pakete an, die wir hier haben. Aber kann, glaube ich, sein, dass der jetzt noch irgendeinen, also halt irgendwas kaputt macht und so. Das ist halt dann irgendwie nicht so schön. Wer ist das? Callaway Delgato. Wer bist du? Warum bist du hier? So, das stellen wir am besten mal hier hin. Und dann kannst du einfach mal alle Leute, die hier sind, so zum Festmahl rufen. Er kommt da komischerweise nicht dran, okay? Hey, Babe, Lust auf eine kurze Wuhu-Sitzung. Wenn nicht, könnten wir einfach nur gemütlich beieinander sitzen. Wuhu-Sitzung? Was? Warum? Ich glaube, die wollen da alle nichts von oder die kommen da einfach nicht dran. I don't know.
Dann kann ich sie auch einfach hier hinstellen. Und sie ist schon übel müde, ne? Wie wäre es, wenn sie dann einfach schon mal alle nach Hause schickt? Das konnte man doch hier, oder? Konnte man das nicht darüber machen? Oh mein Gott, I don't know. Kann ich nicht einfach sagen, dass er gehen soll? Ich kann doch einfach hier just go away. Exchange Namen einführen? Was willst du von mir? Just go away. So, du sitzt nämlich an meinem Rechner und das möchte ich nicht. Warum auch immer da irgendwas zu essen steht. Aber ich akzeptiere das auch einfach mal. Und dann geht sie einfach schlafen und dann kümmert sie sich ja morgen. Morgen muss sie arbeiten, oder? Ja. Aber danach der Arbeit kann sie sich dann darum kümmern, die restlichen Impfstoffe herzustellen und dann Leute zu finden, die mit ihr gegen die Mutterpflanze zu kämpfen. Antifest war erfolgreich. Sehr, sehr schön. Die Zwerge könnten wir ja theoretisch behalten, um die ein bisschen so als Deko zu haben. Ich meine, so ein Zwerghase kann man sich schon mal gönnen, oder? Und der andere passt hier hinten auf unsere Dinger auf. Und den dritten verkaufe ich, weil das ist zweimal der gleiche. Und zweimal der gleiche, das wollen wir nicht, ne? Also ist ein bisschen langweilig hier. So, sie ist nicht ganz ausgeschlafen, aber immerhin geht sie zur Arbeit. Auch wenn es ein bisschen spät ist, aber sehr schön. Sie hat 120 mit nach Hause gebracht. Ja, dann soll sie mal kacken. Warum steht das da so? Oh Mann. Ew, warum ist das so dreckig? Aber egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unseren Garten. Die Abstimmung wurde eröffnet. Okay, dann müssen wir uns darum noch dann auch kümmern. Und dann geht es los, ja. Für den Nachbarschaftlichen Aktionsplan abstimmen. Ich habe auch schon Ideen, wer vielleicht mit uns zusammen gegen das kämpfen könnte. Also, was nehmen wir denn? Produktion sauberer Energie, natürlich ist halt interessant und so, aber Rauferei, nee. Grüne Gärtner. Du hattest immer den Wunsch, dich im Garten zu betätigen, konntest aber den inneren Schweinehund nie überwinden. Mit diesem brandneuen Aktionsplan schaffst du es vielleicht wirklich, das Sofa zu verlassen. Schnapp dir deine Gartenschere, gib deine Stimme ab und erhalte Einfluss, wenn du deinen grünen Daumen spielen lässt. Ein Garten zu pflegen ist vorteilhaft für dich, die Gemeinschaft und den Planeten. Lass uns gemeinsam graben. Das finde ich gut, weil wir haben ja eh einen Garten. Deswegen knallen wir einfach ein paar rein. So. Das sollte reichen. Zack. Und dann ab geht die Post. Yay, Logikfähigkeit. Woo. So, ein weiterer Impfstoff wurde hergestellt. Dann muss ich jetzt noch einmal einen herstellen, weil wir drei Personen brauchen, die uns helfen. Ja, und dann geht's los, ne? Ist schon creepy, was hier immer abgeht, ne? Also hier schlägt das dann ja auch immer ein und so. Hey, Schönheit, wollen wir uns heute verabreden? Ja, grundsätzlich schon, aber ja, ne? Die meinen ja nur, aber die Welt retten ist vielleicht ein bisschen wichtiger. So, perfekt. Dann müssen wir mal irgendwo hingehen. Ich überlege jetzt, wen fragen wir denn zuerst? Ich glaube, wir würden erstmal Haley fragen. Weil Haley ist ja unser Girl, ne? Und ich glaube schon, dass sie das machen würde. Warum steht ihr hier draußen? Jacqueline! Können wir ja auch Hallo sagen, ne? Hier, Jacqueline Dankbarkeit zeigt. So. Wir sind ja gute Dings, ne? Wir verschönern in ihren Tag am besten mal. Und dann Haley überprüfen? Erinnerung? Gib zu, dass du Wuhu hast. Aber kann ich dir das hier nicht verabreichen? Ich kann dir das hier nicht verabreichen, glaube ich, oder? Dann nehme ich sie zu mir nach Hause. Und wir versuchen das dann. Und dann kann ich ja die andere Person, wo ich meinte, dass die vielleicht auch mit uns kämpfen würde, dass wir dann die auch schon einladen. So, ich zeige euch dann jetzt mal die Person, die ich meinte. Denn es ist Marion! Unsere beste Freundin. Oh, sie ist ein bisschen sad. Aber wir kriegen das schon hin. Wir werden jetzt erstmal sie hier, also Haley, den Impfstoff verabreichen. Und dann fragen, ob sie mit uns kämpfen will. Natürlich ist sie jetzt erstmal ein bisschen mad und denkt sich so, what the heck? Why? Aber wir versuchen sie jetzt zu rekrutieren. Sie ist gerade gealtert! Oh mein Gott, Bibi! Oh, dann braucht sie eigentlich mal ein Makeover. Weil ich finde jetzt nicht, dass sie den Look jetzt unbedingt als Erwachsene tragen sollte. Aber
ist ja okay, ne? So, und dann werden wir halt dann gleich uns um Marion auch noch kümmern. Ich werde ihr dann offscreen einen neuen Look geben, weil ich muss noch andere Sims umstylen und ja. Girl ist dabei. Sehr schön. Dann fehlt jetzt nur noch Marion. Oh, sie ist ein bisschen krank, glaube ich. Aber ja, wir werden erstmal mit ihr sprechen, I guess. Und ihr halt sagen, so, dass wir sie lieb haben. Ich meine, wenn man jetzt direkt auf den Zug kommen würde, wenn man sie eingeladen hat, hier, im Stoff. Dann nickt die sich auch nur so, okay. So, dann geh mal zu ihr. Zack. Sehr schön. Oh, natürlich ist sie sauer. Ich kann es auch verstehen, ne? Aber wir fragen sie jetzt, ob sie mit uns dagegen kämpft. Und dann würde ich ihr offiziell halt gerne dieses Merkmal geben, dass wir beste Freunde sind. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das schon geht. Weil die Leiste müsste, glaube ich, noch voller sein. Ja. Und sie macht auch mit. Ich würde sagen, wir laden jetzt Gunnar noch ein. Dann können wir zusammen etwas essen. Also ich mache halt uns was zu essen fertig. Oder wir nehmen noch mal was vom Festmahl. Stell das vielleicht hier hin. So. Wenn Gunnar da ist, dann können wir ja alle zusammen etwas essen. Dann würde ich nämlich halt einfach eine Runde eröffnen. So. Und dann zusammen ein Gericht nehmen. Und dann kämpfen wir gegen die Mutterpflanze. So dass wir halt quasi gestärkt da nochmal reingehen. Ja, und das ist das Team. Okay. Auf geht's. Ich bin so gespannt. Das ging jetzt alles so schnell auf einmal, ne? Aber es muss sein. Es muss sein. Jetzt. Ich meine, es geht ja auch wirklich jetzt halt darum, Menschen zu retten. Und es ist halt Rose Ding. Also, ne? Also, sie möchte natürlich den anderen helfen und auch ihre Schwester, ihr Partner und ihre beste Freundin sind natürlich dabei, ihr jetzt zu helfen, ne? Also, die möchte natürlich auch nur das Beste für die Leute aus dieser Stadt. Deswegen finde ich das schon realistisch, dass sie jetzt direkt aufbrechen. Dieser Gang sieht so creepy aus, ne? Ehrlich. Ich hoffe, da kann keiner sterben. Das wär sehr suboptimal, sagen wir es mal so. Es ist hier. Die Mutterpflanze. Gegen Mutterpflanze kämpfen mit Marion, Haley und Gunnar. Das wird wild. Oh mein Gott. Hier sind Infizierte. Kann man hier irgendwas tun? Mega-Spray-Stoß. Vielleicht ist das gut. Das tut auf jeden Fall irgendwas. Gruppenbefehle. Angriff? Wo sind denn die anderen? Oh, die kommen da gerade. Ja, die so ganz chillig. Gut auf dem Weg. Haha, lol. Holy shit, ey. Sie ist wütend. Angriff. Du riechst mit deinem Verbinden größeren Schaden bei der Mutterpflanze an, aber infiziert euch ja stärker. Oh, oh. Das ist nicht so gut. Rückzug? Nee. Rückzug wollen wir nicht. Müssen wir jetzt kurz warten? Die sind noch dabei, ne? Anzugreifen hier. Deswegen kann ich, glaube ich, noch nichts machen. Die greifen jetzt von allen Seiten an. Das ist sehr, sehr gut. Ja, wir sind schon bei der Hälfte. Okay, dann Schlachtruf. Los! Kommt, ihr schafft das. Oh mein Gott. Au, au, au. Das sieht nicht so gut aus. Führe Interaktion der Mutterpflanze aus, um ihrer Gesundheit zu schaden. Ach, das ist der Infektionsgrad. Oh mein Gott, dann müssen wir uns beeilen, glaube ich. Das ist so krank, ne? Was passiert hier? Oh mein Gott, die kämpfen gerade gegen Marion. Wieso ist dieser Scheiß so wild? Megaspray-Stoß. Los. Ja, es sieht schon gut aus. Okay. Vorsicht auf jeden Fall. Du und deine Verbündeten werden nicht so stark infiziert. Er richtet jedoch weniger Schaden bei der Mutterpflanze an. Egal. Ist trotzdem gut. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Ah ja. Gunnar, kannst du vielleicht bitte weitermachen? Und Marion? Hallo? Oh nein, wir haben verloren! Oh, holy shit!
Die Mutterpflanze ist hier, rekrutiere weitere Verbündete oder schnelle zusätzliche Impfstoff her, um sie damit zu bewerfen. Versuchen zu kommunizieren. Was passiert denn dann? Ich will es to be honest einfach nochmal versuchen danach. Okay. Gruppenbefehle. Kurz durchatmen. Und dann Mega-Spray-Stoß. Stoß. Verhöhnen? Das ist vielleicht auch nicht bad, oder? Wir haben keinen Impfstoff mehr. Marion heult schon. Oh, scheiße. Kann ich das wegklicken oder so? Weil irgendwie können wir nichts mehr tun. Rückzug. Dann können wir ein Team für scheuchte Lakaien der Mutterpflanze. Richtet aber weniger Schaden an. Wir machen einfach Angriff. Wo ist Gunnar eigentlich hin? Die Dings ist einfach weg. Also diese Anzeige, das ist halt voll komisch. Ich setze das mal zurück, weil das funktioniert, glaube ich, gerade nicht mehr. Ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal sein. Wir nehmen es jetzt erstmal als Niederlage hin und versuchen es einfach dann halt irgendwie im nächsten Part oder so nochmal, weil, I don't know, das ist halt irgendwie komisch gewesen jetzt. Tja, das war einfach verbuggt gerade, weil das hat ja ganz anders funktioniert. Wir müssen dann ja eh erst neuen Impfstoff am besten noch herstellen. Dann geht sie noch schnell duschen oder auf Klo und geht dann erstmal schlafen. Um 3 Uhr nachts. Ups. Hä? Wie konnte sie denn jetzt so schnell in Energie kommen? Jetzt mal ohne Witz. Als ob sie jetzt um 7 Uhr schon ausgeschlafen ist. 4 Stunden Schlaf? What? How? Naja, da kann sie sich wenigstens in Ruhe hier um den Mist kümmern. Weil sie muss jetzt ja hier noch eine neue Frucht hier holen. Dann kann sie erstmal die ganzen Ranken hier entfernen, weil das ist schon ein bisschen widerlich. Dann kann sie das hier wegschmeißen. Und dann kümmert sie sich mal um ihren Garten. Die ganzen neuen Früchte kann ich ja halt immer noch irgendwann einpflanzen, weil das ist jetzt gerade einfach nicht so wichtig, ne? Nice, wir können die Bäume weiterentwickeln. Gut, dann würde ich hier die Folge beenden. Und nächstes Mal kümmern wir uns darum, dass wir nochmal einen Impfstoff herstellen und dann erneut gegen die Mutterpflanze kämpfen. Ich hoffe, dass das dann besser ausgehen wird als dieses Mal. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wild, was hier abgeht, aber ja. Ich hoffe, dass wir es nächstes Mal schaffen, weil sonst ist es ganz schön kritisch, oder? Ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!